das also die Geschichte hier am Donnerstag, gerade auf der Strecke sehen. Das sind zwei Autos, die auch Geschichte geschrieben haben, beziehungsweise den Audi Geschichte geschrieben haben. In den vergangenen zwei Wochen gleich zwei Siege abgeräumt bei den beiden wichtigsten 24 Stunden. Der Mannerhöhe, sein Teamkollege, sein Co-Pilot gewesen. Und Christopher Hase war der Dritte in diesem Siegertrikot, die das Auto nach 24 Stunden wirklich spannenden und aufregenden 24 Stunden heute die Jagd war. Max Brinkelhoff war übrigens der vierte Mann im Bunde, der das Trio da unterstützt. Marcel Fenster, der Sitz gerade ganz neu entwickelt von Grund auf, ein 4 Liter V6 TDI-Motor in Verbindung mit einem Hybrid-System, was 2 Megajoule liefert. Gesamtenergiemenge in diesem Jahr in Le Mans vorgeschrieben und die setzt sich zusammen aus elektrischer Energie, die eben aus der Bremsenergie gewonnen wurde im Auto und der Energie, der eben steckt. Damit hat man es geschafft, kommt mit der Nummer 2 den 13. Erfolg hier in Le Mans.